Zum Thema Holz. Es geht um Vergänglichkeit, genau genommen um die Frage nach den Ursachen dafür, dass man Vergänglichkeit wahrnimmt. Und das Thema geht zurück auf zwei Fragen, die der Manfred gestellt hat, die noch virulent sind. Die haben wir das letzte Mal zurückgestellt, die wir heute intensiv behandeln. Und die Fragen lauten wie folgt. Was ist die Ursache für die Wahrnehmung von Vergänglichkeit? Und ist es sinnvoll, sich mit dieser obigen Frage zu beschäftigen? Dabei muss man die Frage im Grunde genau lesen, weil es nicht nur das Thema Vergänglichkeit aufgreift, sondern nach den Ursachen für die Wahrnehmung. Das ist schon ein bisschen was anderes, also eine etwas tiefgründigere Frage. Und ich hoffe, dass ich zumindest ansatzweise etwas dazu sagen kann. Das heißt aber auch zugleich, dass das Thema heute unter dieser Perspektive betrachtet wird und nicht allgemein. Das werden wir zum anderen Zeitpunkt noch vertiefen. Also, erste Frage. Was ist die Ursache für die Wahrnehmung von Vergänglichkeit? Und da sind mir drei, Aspekte eingefallen. Der erste Aspekt, das Gesetz der Vergänglichkeit. Denn so primitiv das jetzt erstmal klingt, man kann Vergänglichkeit nur merken, wenn es sie gibt. Wenn es existiert. Wenn es keine Vergänglichkeit gibt, kann man sie auch nicht mitkriegen. Und tatsächlich ist das, was ich Vergänglichkeit nenne, eine existenzielle Gegebenheit. Da, wo körperliche und geistige Erscheinungen auftreten, ist ihr Untergang schon mitprogrammiert. Es gibt nichts auf Dauer. Alles kommt und geht. Alles ist eine befristete Erscheinung. Wo Anfang ist, ist Ende. Wo etwas Bedingtes ist, ist auch die Vergänglichkeit bedingt. Wenn etwas zusammengesetzt ist, dann heißt das notwendigerweise, das bröselt auch irgendwann wieder auseinander. Und das ist der Grund, warum der Buddha an einer Stelle folgenden Satz formuliert: Ob da Vollendete in der Welt erscheinen, oder ob da Vollendete nicht in der Welt erscheinen, eben dies ist eine feststehende Tatsache und unumstößliche Gewissheit, alle Phänomene sind wandelbar. Das sagt, ob es einen Buddha gibt oder nicht, der hat gar keinen Einfluss auf die Tatsache, der kann da auch gar nichts dran ändern, der kann allenfalls feststellen, so ist es. Wenn der Buddha über die Daseinswirklichkeit spricht und sie beschreibt, hat er üblicherweise so eine Fünfer-Einteilung. Er sagt, alle Phänomene dieser Existenz kann man letztlich zurückführen auf die fünf Grunderscheinungen, die fünf Daseinsfaktoren, wir kennen die, Form, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität und die Eigendynamik, die in diesen vieren drin ist. Das ist uns vertraut. Aber diese Art von Darstellung ist, wenn man so will, eine Art von statischer Darstellung. Man hat so den Eindruck, die Gesamtheit der Wirklichkeit wird aufgelöst in fünf Bestandteile. Also das Ganze besteht aus fünf Teilen. Das ist uns jetzt nicht neu. Was wir vielleicht nicht so präsent haben, dass der Buddha dieselbe Wirklichkeit unter einer anderen Perspektive beschreibt. Er sagt, das, was die fünf auf der einen Seite sind, sind die drei Bewegungen, die drei Bewegtheiten auf der anderen Seite. Da haben wir einmal die körperliche Bewegtheit, also das, was sich in und mit unserem Körper tut. Wir nennen das die biologischen vegetativen Vorgänge. Ein- und Ausatmung, Herz-Kreislauf, das ist sowas so im nervlichen, vegetativen Bereich sich tut. Das zweite sind die sprachlichen, geistigen Bewegtheiten.
Also alle die Vorgänge, die wir denken, wollen, anstreben nennen. Und eine dritte Bewegtheit wird genannt, die psychische Bewegtheit, Citta Sankara. Sankara ist das Pali-Wort dafür, nämlich Gefühl und Wahrnehmung. Und da haben wir alle die fünf Kanda wieder, nur aus einer anderen Perspektive, und zwar aus der Perspektive, dass der Erwachte sagt, all das, was ich eben genannt habe, ist nichts anderes als Bewegung. Da ist nichts, was existiert, was da ist, sondern da ist nur Fluss, da ist nur Prozesshaftigkeit. Und damit haben wir auf eine andere Art und Weise das Thema, das wir eben besprechen, mitten in der Darlegung des Buddha, dass er sagt, es gibt eben gar nichts als nur Vergänglichkeit, nur Vergängliches. Etwas Statisches, was Sama suggeriert, Gefühl, Form und so weiter, etwas Statisches findet sich überhaupt nicht. Es gibt nur Werden und Vergehen. Und dafür kann man auch Vergänglichkeit sagen. Jetzt fragt man sich vielleicht, wo kommt das her? Da gibt der Buddha keine Antwort. Er sagt, das ist eine existenzielle Gegebenheit, die kann ich auch nur zur Kenntnis nehmen, mehr nicht. Und im Übrigen würde das auch gar nicht viel weiterhelfen, zu wissen, wo Vergänglichkeit herführt, weil es gar keinen praktischen Belang hat. Fazit, und das ist jetzt eine erste Teilwahrheit oder eine Teilantwort auf die Frage, Wahrnehmung von Vergänglichkeit ist möglich, weil es Vergänglichkeit gibt. So primitiv ist es erstmal. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Und deshalb eine zweite Betrachtung noch. Die zweite Betrachtung setzt da an, dass man das, was ich jetzt abstrakt die Gesetzmäßigkeit von Vergänglichkeit genannt habe, mal an sich überhaupt nicht erkennen und wahrnehmen kann. Man kann diese Gesetzmäßigkeit nur an vergänglichen Dingen wahrnehmen. Vielleicht mal konkretisiert, die Eigenschaft süß kann man nie an sich wahrnehmen. Es gibt nicht süß an sich, das ist nur ein abstrakter Begriff, genau wie Vergänglichkeit nur ein abstrakter Begriff ist. Wer süß wahrnehmen will, muss entweder einen Apfel beißen, ein Stück Schokolade essen, einen Saft trinken, also etwas Süßes. Und so ist es mit Anicca, der Vergänglichkeit auch. Sie schwebt nicht irgendwo im Raum, sondern sie ist nur vorhanden an vergänglichen Dingen, an vergänglichen Erscheinungen. Also sie manifestiert sich immer, jetzt könnte man wieder sagen, in den fünf Kanten. Da, wo etwas erscheint, da erscheint auch Kommen und Gehen. Allerdings gibt der Buddha sehr wohl eine Antwort, woher diese wandelbaren Dinge kommen. Und da ist zunächst einmal gesagt, es gibt keinen ersten Anfang dafür, dass das immer wieder neu auftaucht, immer wieder die wandelbaren Erscheinungen kommen. Da gibt es keinen Urknall, keine initiale Schöpfung, vor der nichts ist, sondern es ist, wenn man im Bedingten sich bewegt, immer schon etwas vorher gewesen. Wo was Vergängliches auftaucht, etwas Bedingtes, dann war vorher auch schon etwas Bedingtes, das das angestoßen hat. Und alles Bedingte ist, wenn man so will, anfanglos. Es gibt keinen Punkt, wo man sagen könnte, da geht's los, von dem Punkt an setzt sich das in die Zukunft fort und vorher war null. Aber es gibt eine Bedingung dafür, und das ist sozusagen praktisch und praxisrelevant, es gibt eine Bedingung dafür, dass sich die wandelbaren Dinge in die Zukunft immer weiter fortsetzen. Ja. Es gibt Ursachen dafür, dass das, was ich vorhin Prozessbewegtheit genannt habe, nicht einfach einschläft, dass das nicht einfach ausläuft, sondern dass das immer weiter vorangeht. Was ja nicht gerade angenehm ist letztendlich. Ich komme darauf zurück. Und der Buddha nennt ganz klar den Grund, warum
diese Prozesse sich fortsetzen. Und dieser Grund heißt Durst, Verlangen, Begehren. Was ist Begehren? Begehren ist ein Drang nach einem bestimmten Erlebnis. Und das Erlebnis soll eine Gefühlsbefriedigung bringen, soll eine angenehme Situation bringen. Begehren, haben wollen, sein wollen, erleben wollen. Und was passiert aus dem Begehren heraus? Das bleibt ja nicht so, sondern wo Begehren ist, will man dieses Begehren erfüllen. Und da haben wir drei Instrumente dafür. Wir erfüllen unsere Wünsche entweder in Gedanken, in den Fantasien, indem wir drüber reden oder indem wir praktisch das Ganze angehen. Und da gibt es einen Fachausdruck dafür, heißt Upadana ergreifen. Jeder, der sich einen Wunsch erfüllt, hat technisch gesprochen, nicht mit Buddha-Terminologie gesprochen, etwas ergriffen. Manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, ja, aber auch im übertragenen Sinne. Und dieses Ergreifen wieder, und Ergreifen ist nichts anderes als Gefühlsbefriedigung, setzt den Bezug, den wir zu den Dingen haben, fort. Das heißt, all das, was wir geistig, sprachlich, körperlich ergreifen, womit wir uns beschäftigen, was wir zur Befriedigung nehmen, kommt in Zukunft wieder auf uns zu. Wenn ich jetzt Vergängliches ergreife und nichts anderes gibt's, mich darauf stürze, ist die Konsequenz notwendigerweise, dieselben vergänglichen Dinge kommen irgendwann wieder auf mich zu. Solange ergreifen ist, solange ist auch die Fortsetzung des von mir eben beschriebenen Prozesses. Recht? Und eine wichtige Rolle, eine zentrale Rolle spielt dabei unser Geist, Man Sanchetana, die Absicht, also die geistige Auseinandersetzung. Solange ich mich geistig mit Dingen auseinandersetze, mich mit ihnen identifiziere, bedeutet das, ich produziere sie für die Zukunft. Wenn ich mich mit wandelbaren Dingen auseinandersetze, dann heißt das, dass künftig wandelbare Dinge wieder erscheinen. Und damit haben wir auch eine Art von Zweiteilwahrheit jetzt erfahren. Die Wahrnehmung von wandelbaren Dingen ist deshalb möglich, weil wandelbare Dinge erscheinen, die wir selbst ohne Unterlass produzieren. Zweiter Punkt, aber das war jetzt sozusagen Vorfeld, weil das Ganze auch eine subjektive Seite noch hat. Es ist ein Unterschied, ob Vergänglichkeit existiert oder ob man sie wahrnimmt, erfährt, unmittelbar erfährt. Anicca, das ist ja der Pali-Ausdruck dafür, ist ein zentraler buddhistischer Lehrsatz. Jeder, der drei Bücher über Buddhismus gelesen hat, weiß, dass da Vergänglichkeit eine große Rolle spielt. Und das ist ein bisschen eine Gefahr, weil all das, was so selbstverständlich ist, wird sehr schnell zu einer Lehrformel und man geht nicht richtig mit diesen Dingen um. Alles ist vergänglich, klingt deshalb fast banal. Und man fragt sich, was ist denn das Revolutionäre, wenn ein Buddha kommt und sagt uns, dass alles vergänglich ist? Ist es schon alles? Ja. Und da ist einfach die Frage, ob wir diese Aussage tief genug fassen oder ob wir da nicht an der Oberfläche bleiben. Und die Antwort ist schon klar, wir fassen das sicher nicht tief genug, sondern wir haben ein sehr gespaltenes und unangemessenes Verhältnis dazu. Ich habe mal versucht, das zu analysieren, wie das aussieht und sehr schnell festgestellt, dass schon ein Kleinkind eine Beziehung zum Thema Vergänglichkeit hat. Ein Kleinkind weiß schon, der Ball ist kaputt. Ja? Oder der Schokoladenpudding, der ist aufgegessen. Oder die Ferien sind rum. Und bei Erwachsenen ist es ähnlich, ein bisschen erweitert, ja. Aber im Prinzip ähnlich. Ein Erwachsener weiß, die Hose ist kaputt. Da ist ein Loch drin. Oder der Kühlschrank funktioniert nicht mehr.
oder in anderen Bereichen, meine Beziehung ist dahin, hat sich irgendwie Luft aufgelöst. Ja, meinen Job habe ich verloren. Und wenn in seinem Leben ein bisschen weiterdenkt, ja, irgendwann muss ich sterben, kommt ihm da in den Sinn. Und wenn er noch weiter denkt, ja, guckt euch die Sonne an, die Millionen von Jahren schon geleuchtet hat, auch die wird irgendwann mal aufhören zu leuchten. Und das ganze Sonnensystem wird irgendwann mal untergehen. Und das weiß jemand, ohne dass er jetzt besonders gebildet ist oder akademisch sich mit dem Thema Vergänglichkeit auseinandergesetzt hat. Und das weiß man aus der Lebenserfahrung heraus. Also deshalb nochmal die Frage, was ist das andere, was der Buddha dazu sagt? Was ist das Neuartige? Und ich sage nochmal, wir haben eine bestimmte Beziehung zur Vergänglichkeit, aber nicht eine angemessene. Ja, zwar aus zwei Gründen. Einmal erkennen wir in der Regel die Ausnahmslosigkeit der Vergänglichkeit nicht an. Weil tief im Inneren der meisten Menschen so eine unbewusste Hoffnung ist, es muss doch irgendetwas geben, was Bestand hat. Ja? Und diese Auffassung wird oft auch noch genährt von den Religionen, die genau das behaupten. Die sagen, ja, das Diesseits, das ist vergänglich. Aber das Jenseits, das ist ewig. Dieser Körper da, der wird verschwinden. Aber das Seelische, das wird bleiben. Und viele profane Aussagen sind ganz ähnlich. Das hört man doch immer wieder, ja, ich bin bald tot, aber ich lebe in meinen Kindern weiter. Ich bin sicher bald nicht mehr unter den Lebenden, aber die Menschheit, die lebt doch weiter. Und selbst wenn die Menschheit untergeht, der Kosmos, der ist doch weiter da. Das heißt, es ist eine tief in uns verwurzelte Auffassung, ja, alles ändert sich. Aber irgendetwas gibt es, das eine Ausnahme macht. Und das Zweite ist meine Vermutung, dass wir die Bedeutungstiefe des Wortes Vergänglichkeit nicht erfasst haben. Nochmal. Wir denken, der Kühlschrank ist vielleicht bald kaputt. Ja. Aber solange ist er doch da. Nicht? Solange existiert er doch. Ich als Person werde irgendwann sterben. Aber bis dahin gibt's mich. Ja? Oder alle Dinge vergehen irgendwann. Irgendwann, aber bis zu diesem Zeitpunkt sind sie existent. Wir gehen also stillschweigend von dem Sein der Dinge aus, von dem wir wissen, das Sein ist vergänglich. Aber bis zu diesem Zeitpunkt des Endes, da existieren sie. Was wir nicht wahrnehmen, ist die ständige Prozesshaftigkeit aller Phänomene und auch von uns. Und die Betonung liegt da auf Prozesshaftigkeit und ständig. Wir machen uns zum Beispiel nicht klar, dass in jeder Minute zigtausend von biologischen Zellen in uns absterben und neue gebildet werden. Also das, was Vergänglichkeit ist, rasend schnell in uns vorgeht. Nur unser grober Geist, der ist wirklich so grob, dass er das nicht mitkriegt. Er kriegt mit, wenn einer umfällt und in den Sarg kommt. Das kriegt man mit. Aber der Geist kriegt nicht mit, dass dieser Tod, nenne ich jetzt mal Vergänglichkeit Tod, an dem Beispiel, sich praktisch in jedem Moment vollzieht. Ja? Also wir sehen nicht, was P.D. immer die Rieselhaftigkeit der Existenz genannt hat. Das ist ein sehr schöner Ausdruck, weil er zeigt, dass es nichts Statisches, nichts wirklich Existierendes gibt, sondern nur ein Heranrieseln und Wegrieseln, ohne dass da ein Moment auch nur Pause wäre. Das kann man sich an zwei Begriffen ganz gut anschaulich machen. Wenn wir sagen, wir sitzen doch hier, sagt der Buddha, da sitzt nur ein Ernährungsprozess.
Ja, ernähren heißt aufnehmen, abgeben, aufnehmen, abgeben, aufnehmen, abgeben. Und wenn ich da sage, ich esse doch nur 5 Mal am Tag und dazwischen bin ich doch, ja, ist auch das falsch, weil durch die Atmung schon gegeben ist, dass dieser Ernährungsprozess ohne Unterlass stattfindet. Und das andere Bild, an dem man sich diese Prozesshaftigkeit deutlich machen kann, ist das eines Verbrennungsprozesses. Nicht? Da gucken wir auf die Kerzen, die stand vor 10 Minuten schon da und wenn wir in 10 Minuten gucken, ist die Kerze immer noch da und in der Stunde ist sie immer noch da, ja vielleicht in 2 Stunden, dann ist sie nicht mehr da. Ja, was wir nicht sehen, dass diese Flamme auch in keiner Sekunde da ist, sondern nur durch ständiges Ergreifen von Sauerstoff und Wachs sich am Leben und ja, am sichtbar werden erhält. An diesen beiden Beispielen kann man sehen, dass wir nicht über abstrakte Dinge reden, sondern über Dinge, die man unmittelbar erleben kann. Fazit von diesem Aspekt ist, dass etwas Bestehendes nicht zu finden ist, ja, sondern was zu finden ist, ist stetiger Wandel. Und das lässt sich auch sprachlich ganz schön deutlich machen. Wir reden ja immer, oder der Buddha spricht ja immer von Anicca. Das eigentliche Wort heißt Nicca, sprich beständig, ewig fixiert. Die Verneinung davon ist Anicca, nicht ewig, nicht bestehend. Und PD sagt immer, eigentlich heißt es nie. Die Dinge sind nicht nur zeitlich begrenzt, sondern sie sind nie, eben weil es nur diesen rieselnden Prozess gibt. Deshalb, es gibt im Grunde gar keine Dinge. Es gibt Bewegung, die uns dann als Dinge erscheinen, wenn unser Geist wie so eine kleine Fotografie macht und dann diese Fotografie festhält und sagt, guck doch, da ist das. Deshalb ist es gut, wenn man das Wort Anicca eben nicht als vergänglich übersetzt von etwas, was bis dahin so ist, sondern als unbeständig. Es besteht eigentlich nie. Und dann dazu bitte noch merken, das Thema Ausnahmslosigkeit, nicht? Sabbi Sankara Anicca. Alle diese Erscheinungen sind unbeständig. Und jetzt komme ich auf einen psychologischen Punkt, der eigentlich entscheidende Punkt ist. Ich erwähnte schon den Satz, dass die Vergänglichkeit als Tatsache eine Sache ist, aber dass die Vergänglichkeit als Wahrnehmung, als Erlebnis etwas ganz anderes ist. Heißt auf Deutsch, man kann wissen, dass die Dinge nicht beständig sind, aber das heißt noch lange nicht, dass es eine lebendige Erfahrung davon gibt. Und das ist das Entscheidende. Es gibt eine ganze Reihe Indizien dafür, dass das so ist. Ein Indiz ist, das, was wir immer wieder an Enttäuschung erleben, wenn uns beispielsweise Menschen verlassen. Und diese Art von Enttäuschung zeigt doch, dass wir nicht die richtige Sicht für die Dinge haben. Sonst werden wir überrascht, wenn jemand uns verlässt. Oder unsere Trauer, unsere Niedergeschlagenheit, wenn ein Verlust eintritt. Ist der schlagende Beweis dafür, dass wir davon ausgehen, stillschweigend davon ausgehen, dass die Dinge bleiben, dass sie bei uns bleiben. Und erst wenn sie wegrieseln, nicht mehr da sind, dann wird es uns in dem Moment klar, dass da eine Beständigkeit nicht zu erwarten ist. Ein anderer Mangel unserer Betrachtung ist, dass wir das, was ich Vergänglichkeit nenne, nicht auf uns selbst beziehen. Wir sind leicht geneigt zu sagen, ja, ja, das geht alles immer kaputt und es bewegt sich alles in alles Prozesse. Aber wir sind nicht im selben Maße geneigt, das auf uns zu beziehen und sagen, das, was den Namen XY hat, ist doch genauso davon betroffen.
Das Fazit daraus ist, und das ist sozusagen die spirituelle Aufgabe, die damit verbunden ist, dass wir in einen Lernprozess eintreten müssen, der uns von dem reinen Wissen über die Vergänglichkeit hinführt zur unmittelbaren, direkten Erfahrung von Unbeständigkeit. Denn das Wissen allein, ja, das legt man irgendwo ab, das findet man auch in Ordnung, aber das hat keine praktischen Konsequenzen. Mit anderen Worten, die Aufgabe, die uns der Buddha damit stellt, ist das genaue Hinschauen lernen, beziehungsweise unsere Achtsamkeit schärfen oder Achtsamkeit überhaupt mal in die Gänge setzen. Und dafür gibt es manchmal günstige und manchmal ungünstige Bedingungen. Ich will mal mit den ungünstigen beginnen. Das sind die Lebensbedingungen etwa bei den übermenschlichen Wesen, also bei den Himmelswesen, bei den Devata und insbesondere bei den brahmischen Wesen. Weil es dort schon ausgesprochen schwierig ist, gerade in Bezug auf sich selbst, Veränderung überhaupt wahrzunehmen. Weil da relativ gesehen eine lange Beständigkeit ist. Nehmen wir mal das bekannte Beispiel von Brahma Bako, den der Buddha mal besucht und der Folgendes von sich sagt. Würdiger, also er spricht zu dem Buddha, würdiger, damit du das weißt, ist hier ist das Ewige, hier ist das Beharrende, das Immerwährende. Hier ist Unauflösbarkeit und Unvergänglichkeit. Hier herrscht kein Geborenwerden und Altern, kein Sterben und Vergehen und Wiedererscheinen und eine andere höhere Freiheit als diese gibt es nicht. Das ist so ein Beispiel, das zeigt, dass es sogar Wesen gibt, die das Thema Vergänglichkeit gar nicht als ihr eigenes erkennen. Die sagen, das ist euer Problem hier bei uns. Wir haben uns so geläutert und so geistig entwickelt, dass für uns das Thema Vergänglichkeit gar keins ist, weil hier ist Endlichkeit aufgehoben. Und es braucht eine richtige Anstrengung des Buddha, diesen Jungen da zu schütteln geistig und ihm zu zeigen, dass er selbst einem großen Irrtum unterliegt. Und das heißt dann umgekehrt, dass bei den Menschen, also bei uns, die Verhältnisse sehr viel günstiger sind, um Wahrnehmung von Vergänglichkeit zu haben. Da braucht man gar nicht so weit zu gucken, um festzustellen, ja, dass Kommen und Gehen vorhanden ist, dass Geborenwerden und Sterben etwas ist, brauchst du nur in die Zeitung zu gucken, brauchst du nur die Nachbarschaft zu fragen oder in der eigenen Familie dich umzuhören, da kriegst du mit, dass Geborenwerden, Altwerden, Krankwerden, Sterben etwas völlig Normales ist. Jetzt kommt das Aber. Aber das setzt trotz allem eine gewisse Achtsamkeit voraus. Es setzt voraus, dass man eben hinguckt, dass man die Dinge, die da draußen passieren, auch zur Kenntnis nimmt. Bildhaft gesprochen, dass man die Götterboten, so nennt sie der Buddha, altern, sterben beispielsweise, dass man die Götterboten auch zur Kenntnis nimmt, dass man sie realisiert. Es gibt ja eine Lehrrede, wo ein Verstorbener Yama vorgeführt wird, also dem Totenrichter. Und dieser Yama befragt nun seinen Neuankömmling da. Sagt er ihm, sag mal, lieber Mann, hast du nicht bei den Menschen ein Weib oder einen Mann gesehen? Einen Tag oder zwei Tage oder drei nach dem Verscheiden? Aufgedunsen, blauschwarz gefärbt, in Fäulnis übergegangen? Er aber antwortet, das habe ich gesehen, o Herr. Da sagt der Richter der Schatten zu ihm, lieber Mann, da du verständig geworden, erwachsen warst, hast du da bedacht, auch ich bin dem Sterben unterworfen, habe das Sterben nicht überstanden? Wohl denn, günstig will ich wirken in Werken, in Worten und Gedanken? Er aber antwortet, ich konnte es nicht, Herr. Ich war unachtsam, Herr.
Und das ist unsere Lebenssituation. Wir sehen sie um uns herum kommen und gehen und haben trotzdem den Eindruck, das hat mit mir gar nichts zu tun. Wir ziehen die Konsequenzen nicht daraus. Das hat auch seinen Grund, in Klammern bemerkt, weil wir bei uns mit unserer groben Bewusstheit den eigenen Tod gar nicht wahrnehmen und jeden Tag, wenn wir aufstehen, immer uns wieder sagen, ich bin noch da. Nicht? Also das ganze Leben von uns besteht in nichts anderem als in der Wahrnehmung, ah, da bin ich doch. Ja? Die anderen, ja, die haben das Problem, aber man selbst klammert das auf. Nein, klammert das aus, so sagt man im Deutschen. Ne? Also da wird nochmal die Aufgabe deutlich, von dem Wissen über die Vergänglichkeit zum Erleben, zur Erfahrung zu kommen. Und da nimmt der Buddha jetzt verschiedene Wege, die ich nur einfach mal nennen will, damit man die praktische Seite auch mal sieht. Diese Übungen werden die Sanya-Übungen genannt. Sanya ist ja Wahrnehmung. Und Sanya-Übung heißt, die Wahrnehmung so zu betrachten, wie sie sind. Die Wahrnehmung mit großer Aufmerksamkeit zu prüfen und zur Kenntnis zu nehmen und nicht einfach über sie hinaus zu huschen. Und für den Laden, das wäre sozusagen der nonverbale Umgang mit diesem Thema. Nicht zu reden darüber, was ist, sondern hinzugucken, was ist. Und der Klassiker dabei ist, dass man sich das eigene Leben mal vor Augen führt. Wir haben ja immer nur den momentanen Ausschnitt und sagen zu jedem momentanen Ausschnitt, ich bin. Und das bin ich. Und dann ist es schon mal lohnend, beispielsweise sich seine alten Fotos mal rauszunehmen. Beginnt da, wo man auf dem Tigerfell liegt, ja? Wo man in die Schule gekommen ist, wo man geheiratet hat, wo man vielleicht mal einen Ausflug mit den Arbeitskollegen gemacht hat und dann an den Spiegel zu gehen und dann mal reinzugucken. Da ist die ganze Bandbreite. Nirgends, dass ich das je geblieben wäre, sondern immer nur Momentaufnahmen dieser Rieselhaftigkeit, zu der wir immer ich sagen. Klammer auf, dieser Name, den wir jetzt seit Anfang unseres Lebens tragen, der irritiert natürlich auch, weil der immer suggeriert, da ist einer und derselbe. Ja. Frauen haben es da ein bisschen besser, weil die zumindest früher einmal im Leben und heute öfter noch den Namen gewechselt haben. Ja. Da haben sie noch eine kleine Erinnerung, dass Identität in Frage gestellt ist. Aber Männer, die heißen immer gleich, ja, und haben immer deshalb das Gefühl, ich bin. Und wenn man diese Betrachtung von Ich dann mal erweitert, man kann ja ein Stück mal vorgeburtlich noch gehen, wenn man das will. Wie sah denn das im embryonalen Zustand aus? Und wenn man ein geistiges Experiment machen will, wie sah denn das Leben vor diesem Leben aus? Ja? Und dasselbe in die andere Richtung gesponnen. Wie geht es mit mir weiter? Wie sehe ich in 10 Jahren aus? In 20 Jahren? Dann, wenn ich eines Tages umfalle, was passiert mit diesem Körper? Gibt es ja richtige Betrachtungen, die der Buddha lehrt. Und da wird deutlich im Hingucken, im Hinschauen, dass das, was als Vergänglichkeit nur ein Begriff ist, beim Hinschauen zu einem Erlebnis wird. Das wäre der Alltagsansatz, die Wahrnehmung, die alltagsüblichen Wahrnehmungen einmal ein Stückchen zu verändern und dadurch eine neue Qualität in unserem Erleben zu haben. Und wer das intensiver machen will, wer das sozusagen auf der Matte noch gezielter machen will, formell machen will, der hat die ganze Bandbreite der Satipatthana-Übungen. Und da ist der Klassiker, ich will ihn nur erwähnen, die Atembetrachtung. Recht? Wem es gelingt, für eine bestimmte Zeit nur und einzig allein den Atem in den Fokus der Wahrnehmung zu nehmen, der wird feststellen, dass da null Sein ist. Da ist nur Kommen und Gehen und Kommen und Gehen und Kommen und Gehen.
Und wer dann behauptet, ja, das bin ich ja nicht, das ist ja mein Körper, lass den doch kommen und gehen, lass den auch vergehen. Ich bin doch was anderes, ich bin doch das psychische Meer, ja? Damit identifiziere ich mich. Da empfiehlt der Buddha nur beispielsweise die Gefühlsbetrachtung. Und da wird man dieselbe Erfahrung machen. Es gibt nicht das Gefühl, mein Gefühl, sondern Gefühle, die kommen und gehen und aufsteigen und verschwinden, aber nirgendwo etwas, was bleibend wäre. So, kommen wir zur Zusammenfassung, weil wir hatten ja uns eine bestimmte Frage gestellt, wieso kommt es, dass wir die Wahrnehmung von Vergänglichkeit haben? Und meine vorläufigen Antworten waren drei. Erstens ist es möglich, diese Wahrnehmung von Vergänglichkeit zu haben, weil es die Gegebenheit von Vergänglichkeit gibt. Diese Gesetzmäßigkeit, die, wenn man so will, eine objektive Gesetzmäßigkeit ist. Die zweite Voraussetzung war, dass es immer wieder neu erscheinende Phänomene, Dinge geistiger und körperlicher Art sind, an denen sich diese Vergänglichkeit manifestiert, nämlich dadurch, dass Dinge kommen und wieder verschwinden. Das ist auch etwas, wenn man so will, Objektives. Und das Dritte, das habe ich zum Schluss ein bisschen versucht auszuführen. Eine dritte Ursache für die Wahrnehmung von Vergänglichkeit ist ein subjektives Moment, nämlich wie ist meine Achtsamkeit. Wenn sie grob ist, werde ich Vergänglichkeit gar nicht wahrnehmen, auch wenn sie um mich herum tobt. Wenn sie subtiler wird, werde ich Vergänglichkeit zur Kenntnis nehmen, da wo meine Achtsamkeit hinreicht. Und wenn meine Achtsamkeit, ich sage mal, hundertprozentig ist, werde ich feststellen, dass es außer Wandelbarkeit, Unbeständigkeit überhaupt nichts anderes gibt. Auf Deutsch, es sind diese zwei objektiven Bedingungen Voraussetzungen und die subjektive Voraussetzung, dass in der Wahrnehmung Vergänglichkeit auftaucht. Dann war die zweite Frage, ist es sinnvoll, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen? Nun, ich will es mal so sagen, Vergänglichkeit, das haben wir gesehen, ist keine nur interessante Nebensache. Warum? Weil die Eigenschaft von Anicca die Basis in den Ursprung ist von Dukkha, von Leidhaftigkeit. Es ist nicht irgendwas, was einen Wissenschaftler interessiert, ob alle Dinge wandelbar sind, sondern es geht mich zutiefst an, ob das so ist oder nicht. Denn wo nichts Bleibendes ist, gibt es auch keine bleibende Sicherheit. Wo nichts Beständiges ist, gibt es auch kein beständiges Wohl. Wenn wir dem Unbeständigen verhaftet sind, bleiben wir auf Dauer dem Leiden verhaftet. Das heißt, beides ist unlösbar miteinander verbunden. Und nichts anderes ist der Grund, warum der Buddha das Todlose, sprich die Unvergänglichkeit, in das Zentrum seiner Lehre rückt und als das eigentliche Ziel des Dhamma herausstellt. Erinnern wir uns an die ersten Worte, die der Buddha spricht, nachdem er sich entschieden hat zu lehren. Die allerersten Worte lauten: Erschlossen sind zur Ewigkeit die Türen. Oder in der anderen Übersetzung, die Türen zum Todlosen stehen offen. Und das ist nur eine andere Bezeichnung dafür, ich lehre den Dhamma, um euch etwas Unvergängliches zu sagen. Das ist der Ausdruck für Nirvana. Und das ist das einzige, das kann man nicht mal sagen Phänomen, das einzige, was wirklich unvergänglich ist. Und so heißt es im Udana, kommen gibt's dort nicht, sag ich, und gehen gibt's dort nicht, schwinden nicht und wiederkommen, frei von Stützen, frei von Fortgang. So ist es ganz unabhängig, wahrlich, das ist das Ende des Leidens.
Ich habe eben von den ersten Worten des Buddha gesprochen. Und wenn wir in unserer Erinnerung kramen, was waren denn die letzten Worte, die der Buddha gesprochen hat, sind wir vermutlich nicht überrascht. Denn er sagt, wohlan denn, ihr Mönche, lasst euch gesagt sein, schwinden muss jede Erscheinung, unermüdlich mögt ihr da kämpfen. Also ist die Vergänglichkeit des A und O der Lehre und damit auch das A und O des Interesses, das wir am Dhamma haben sollten. Und die Konfrontation mit Anicca ist ja nichts anderes als eine Initialzündung, die den ganzen Prozess der Befreiung in Gang setzt. Das fängt damit an, dass man erstmal hört, ja, ja, alle Dinge sollen vergänglich sein, sagt man, dass man dann den eigenen Blick mal auf die Dinge wirft, dass man erkennt, das ist ja wirklich so. Und wenn das ein Stück weit gediehen ist, dann kommt das, was ihr auch kennt, die Einsicht, was irgend auch entstanden ist, muss alles wieder untergehen. Und das ist die Beschreibung für den Zustand des Stromeintritts. Wenn ich zutiefst erkannt habe, nichts bleibt, dann ist damit wirklich in die Gänge gesetzt, dass ich mich auf den Weg der Befreiung mache. Denn was ich als vergänglich und unbeständig erkenne, daran kann ich keinen Gefallen mehr empfinden. Das werde ich los, nicht? Das fällt von mir ab. Und wenn alles Vergängliche abgefallen ist, dann bleibt nur Freiheit übrig, dann bleibt nur das Unvergängliche übrig. Und jetzt ein Schlusssatz noch, weil es hier in dieser Runde ja auch immer eine Frage ist und eine Rolle spielt. Wie weit muss man sich jetzt da theoretisch reinknien? Wie weit muss man das alles wissen? Oder inwieweit geht es auch nonverbal? Und diese Frage ist immer typabhängig. Weil schon der Buddha sagte, es gibt zwei Grundtypen von Praktizierenden. Das eine sind die, die Satuna Anusari genannt werden, die aus Vertrauen, aus Glauben nachfolgen. Wenn der Buddha sagt, alles ist vergänglich, lasst es sein, dann sagen sie, okay, zeig mir, wie ich es mache, der Rest ist mir egal. Das sind die Praktiker, die packen an und machen. Und dann gibt es die Dhammanusari. Bevor die richtig loslegen, wollen die erstmal wissen, um was es geht. Sie wollen die Wahrheit erstmal verstehen. Sie wollen Anicca kapieren und wenn sie es kapiert haben, tief genug kapiert haben, dann sagen sie, okay, jetzt geht's los. Entscheidend ist, und da sollen wir uns wirklich vergewissern, entscheidend ist nicht das Wissen über Vergänglichkeit, sondern entscheidend ist das Hingucken auf Vergänglichkeit. Und einmal genau beobachtet, wie Wandelbarkeit sich vollzieht, ist mehr wert, als 10 Bücher über den Begriff von Anicca zu lesen. Das ist sicher. Unter der Voraussetzung, dass sozusagen typmäßig halt die Gewichtung unterschiedlich sind. Ausblick. Der heutige Abend war, wie ihr gemerkt habt, eher abstrakt, analytisch. Das hing ein bisschen mit der Fragestellung zusammen. Aber da das Thema so wichtig ist, möchte ich das noch zweimal aufgreifen. Ich möchte das nächste Mal nochmal die Betrachtung über Anicca machen, aber eher mehr Betrachtung im Sinne von kontemplativ, anschaulich, praxisbezogen. Dass wir das im Pendant haben. Und da bietet der Buddha auch jede Menge an. Und ein drittes Mal möchte ich das Thema aufgreifen und über das Stichwort Sankhara sprechen. Weil Sankhara ein ganz zentraler Lehrbegriff ist und den muss man verstanden haben. Und wenn man dieses Dreierpaket hat, glaube ich, hat man erstmal genug, um sich auf die Praxis zu stürzen. Das heißt, man hat eigentlich heute schon genug, um sich auf die Praxis zu stürzen. Und das heißt, Vergänglichkeit nicht nur als Tatsache zur Kenntnis zu nehmen, geistig abzuspeichern, sondern den Blick auf die Dinge zu wenden und Wandelbarkeit
im Erleben zu haben. Und das mag's für heute gewesen sein.